Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun, ja krass, Dienstag, den 22.02.2022. Und es ist ein besonderer Tag in der Geschichte. Gestern hat hier ein gebürtiger Leipziger was von Mauer muss weg gesungen. Im Hintergrund hat man vielleicht auch David Hasselhoff I've been looking for freedom singen hören. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das der Dr. Martin Cavun war, der hier die Mauer muss weg gerufen hat, oder David Hasselhoff. Aber wir sind durchgebrochen. Wir sind durchgebrochen und haben die 10 Monate alte Range nach unten verlassen. Grandios, sehr zur Freude, zumindest so, was ich im Chat mitbekommen habe bei uns auf der Seite, zur Freude der meisten. Normalerweise sind so eine Tage immer die, wo wir ganz, 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 ganz viele Mails kriegen von ganz, ganz, ganz vielen Leuten, die uns dann fragen: Du Martin, ich bin hier noch long, 15.300, glaubst du, der kommt nochmal zurück? Und man denen dann irgendwie versuchen muss zu helfen, wieder aus so einer Position rauszukommen. Na? Und heute ist es tatsächlich eher so gewesen, dass wir eher positives Feedback mitbekommen haben und die meisten hier wirklich in der Bewegung halt auch partizipieren können. Das freut mich natürlich und hilft mir insbesondere, oder was heißt, es hilft mir insbesondere, das fühlt sich einfach gut an, wenn man den ganzen Tag und immer wieder in den Videos sich hinstellt und den Leuten versucht, irgendwas von Risikomanagement zu erzählen. Na, und die versucht einzutrichtern, setzt die Stop-Loss eng, wenn ihr da irgendwo drinne seid und so weiter, und das nach unten bricht, dann kann der Markt da und dahin. Und wenn du dann so von 10 Leuten angeschrieben wirst, die eigentlich komplett das alles ignorieren, was du den ganzen Tag hier erzählst, in Videos und in Mails und so weiter, dann ist das immer so ein bisschen, naja, fühlt sich dann so an, wie als hat man sinnlos den ganzen Tag gearbeitet. Das kennt sicher der ein oder andere von euch, und irgendwie auf der Arbeit irgendwelche dummen Sachen gemacht hat, die überhaupt keine Bedeutung haben, und am Ende wird es eh anders gemacht und du hast völlig für die Katz gearbeitet. Und so ist das dann halt schön, ne? Wenn man wirklich merkt, dass die Arbeit, die ja hier auch unter den Analysen dahinter steckt, da gehört auch was dazu, und sich jeden Abend hier hinzusetzen, das Video durchzusprechen und so weiter und so fort, ist natürlich dann schön, wenn da auch irgendwo mal Früchte tragen und die Leute davon dann halt auch partizipieren. Ne? Das ist ja letztendlich. Kann man ja offen drüber sprechen, ne? Ich verdiene ja damit auch irgendwo ein bisschen Geld, letztendlich durch die Leute, die zu uns kommen. Und wenn die dann auch noch Geld dabei verdienen, ist das halt eine schöne Win-Win-Situation. Und ganz anderes Gefühl, wie wenn sich ja allerdings meistens die, die eben nicht bei uns sind, sondern die wirklich nur hier Gratis-Analyse gucken, dann immer volle Möhre dagegen stellen und ja, immer gegen die Wand rennen halt. Ne? Das ist so ein bisschen. Ja, es ermutigt nur einen manchmal nicht unbedingt immer hier dran zu bleiben und hartnäckig zu bleiben, hier Leuten was von Risikomanagement zu erzählen und so weiter. Aber ja, wollte das bloß mal erwähnen, dass es mich halt wirklich freut, dass da hier offenbar die meisten ganz gut mitgekommen sind. Wir haben gestern ein bisschen drüber gesprochen, was, wie kann das ablaufen, was wird dich erwarten, war eigentlich schon die primäre Aussage, dass die 14.800, egal wie, ne, im bullischen als auch im negativen Szenario irgendwie mal angespielt werden muss, ne, drunter muss, selbst für das bullische Szenario. Wir können erstmal über das bullische Szenario sprechen, das ist noch nicht ganz vom Tisch, das muss man schon so sagen. Ja, im bullischen Szenario hatten wir gesagt, befindet sich der DAX in einem Trendfortsetzungsmuster, wäre dann hier in dem Sinne ein weitender Keil oder ein sich weitendes Dreieck, kann man auslegen, wie man das möchte. Na, und dass der DAX einfach nochmal unter diese Tiefs, unter diese Bastion von 14.800 einmal drunter schlagen muss, um diesen weiten Keil zu bestätigen und sich dann nach oben in eine neue Trendbewegung aufzumachen. Ne? Haben gesagt, dass die dann durchaus eben bis 16.700 und so weiter nach oben aufbäumen kann, wenn der DAX hier unten in dem Bereich dann anfängt, grüne Tageskerzen zu werfen. Ne? Fette grüne Kerzen hat man zumindest zum Montag hier überhaupt nichts gesehen, also gar nichts gesehen, und auch deutlich mehr, als ich es persönlich zu einem US-Feiertag tatsächlich auch erwartet hätte. Aber man muss jetzt halt auch wirklich klar sagen, wenn der DAX jetzt von hier beispielsweise zum Dienstag eine grüne Tageskerze dahinter zimmert, die, ich hau mal richtig auf die Kacke, Tagesschluss bei 15.100 hat, dann wird das Long-Signal für die nächsten 2000 Punkte nach unten und nach oben. Das muss ganz, ganz klar sein. Egal, ob die Russen dann in der Ukraine drinstehen oder draußen oder die Amerikaner vielleicht irgendwie Truppen in die USA, in die Ukraine reinschicken, das muss wirklich klar sein, wenn der Markt aus diesem Musterbild, na, diesen weiten Keil, den hier unten ja eigentlich das Punkt genau bestätigt hat, jetzt anfängt nach oben sich zu reaktivieren mit Dynamik, mit Schwung, dann will der Markt hier eine neue Trendbewegung nach oben machen.
Das kann, ist manchmal für viele immer mal ein bisschen schwer zu verstehen, wie sowas so zusammenhängen kann, aber das ist oft einfach so, dass der Markt immer das einpreist, was passieren wird. Na, das heißt, in dem Moment, wo noch nichts in der Ukraine passiert ist, preist der Markt ein, dass es ja dort knallen kann. Hat es dann in der Ukraine geknallt, fängt der Markt dann an einzupreisen, dass ja alle sich dann irgendwann wieder lieb haben, irgendwann wieder ihre Sanktionen runternehmen, irgendwann vielleicht neue Friedensabkommen und Handelsverträge abstimmen und so weiter und so fort. Und dann steigt die Börse meist immer schon vor den Nachrichten vorweg. Ja, und das würde ich einfach nur nochmal betonen. Das ist nämlich nicht vom Tisch, so wie der eine oder andere das jetzt vielleicht vor Augen hat oder auch noch im Gehör von gestern, weil wir da irgendwie was gesagt hatten, so von wegen bei 57, wenn er sich dann hochdreht und so weiter. Ja, also auf der Ebene nochmal, das ist ein Muster, was hier auf einen Aufwärtstrend folgte, kann man ein bisschen weiter aufziehen, der hier eigentlich von der US-Wahl an nach oben gezogen wurde. Das heißt, das ist unser Trend gewesen. Der Trendabschnitt, der hat hier begonnen, hat sich bis hier hochgezogen und hat dann hier ein Korrekturmuster zur Seite geschoben. Das heißt, macht der Trend jetzt hier weiter, ja, also ist das bloß ein Trendfortsetzungsmuster und das ist der Trend gewesen, würde dieser Streckenabschnitt von hier nach da, können wir mal kurz ausmessen, von hier nach da, das sind knapp 4.400 Punkte, wenn ich das jetzt richtig sehe, würde der von hier nach oben dann beginnen. Na, und könnte nochmal so in etwa diese Dimension annehmen. Das sollte man ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich bleibe dabei bei der Aussage, wie wir das gestern gesagt haben. Ich würde deswegen jetzt hier nicht long gehen. Ja, aber wenn ich sehe, dass der Markt zum Beispiel jetzt zum Dienstag mit den Amerikanern die Bewegung vom Montag komplett rausnimmt und wir sehen jetzt so eine richtig fette grüne Kerze dahinter. Dann würde ich Shorts abbrechen, beenden und Long suchen. Und das dann auch für die nächsten Tage und nächsten Wochen. Ja, also so würde ich jetzt damit umgehen. Bleibt der Markt schwach, so haben wir es ja gestern auch gesagt, drückt es sich unten durch. Gerne shorten. Zielbereiche haben wir ja durchaus schon erreicht. Na, wir hatten hier, ne, wartet mal, über was hatten wir gesprochen? Wir hatten hier gar keine Ziele drin. Das hatten wir nur im Verteiler in den Mail-Updates bei uns drin. Da hat man drüber gesprochen, über die 14,7. Was hatten wir hier für Ziele in der Analyse? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben sogar plus von 14,750, 14,700 hier so geredet. Na, und bei uns hat man dann halt noch die 14,420 ins Visier gepackt. In den Updates, in quasi das, was bei uns Premium-Dienst noch ist. Weil das hier eben die Kante aus dem Tagesschart ist. Na, die kennt ihr ja auch hier, diejenigen, die jetzt nur die Videos schauen aus dem Tagesschart. Na, das war jetzt hier noch ein wichtiges Ziel. Das hat er abgearbeitet. Das heißt, der Bruch von 14.800 nach unten hat erstmal ein erstes wichtiges Teilziel erreicht. Und das ist hier diese Kante um 14.420. Hält er die nicht? Und der Markt fällt auch zum Dienstag weiter, beispielsweise auch mal per Abwärtsgap, dann kann der DAX durchaus bis hier in die nächsten Stationen, das geht dann bis 13.860 rum, ist das hier, nach unten durchgereicht werden. Es ist noch so eine kleine Zwischenstation hier auf diesen Hochs, ne? Das sollte man nicht unterschätzen. Da haben wir ein Hoch, das steht bei 14.131. Dann haben wir hier ein Hoch, das steht bei 14.169. Hier ein Hoch, das steht bei 14.152. Und hier ein Hoch. Das steht bei 14.197, also so ab 14.200 bis, ich sag mal, 14.130 ist auch nochmal Widerstand zu erwarten. Das kann zum Beispiel sein, dass der Markt, wenn er runterkommt, von dort erstmal ein Rebound wieder von unten an diese lila Linie hier ran probiert. Ja, die liegt so im Bereich um 14.420. Na, also das ist nochmal eine gute Supportzone, eine gute Unterstützungszone. 14.200, 14.130. Von dort nochmal hoch auf 14.400 und dann auch wieder runter wäre durchaus denkbar. Fällt er durch die 14.100 dann durch, ist dann die 13.800 das nächste. Da ist hier noch so ein offenes Gap. Ne, das ist sogar noch tiefer. Wir gucken mal ganz genau hin. Das muss auch ja gründlich machen hier. Das Gap ist dann im Schluss bei 13.800. Ganz genau glatt. Mein Auge täuscht mich nicht, wenn ich sage, ich sehe hier unten auch noch eins. Aber ich würde wirklich dann erstmal die 13.800 ins Visier nehmen. Also hier ist auch noch ein Gap dazwischen. Ne? Wir haben hier eine rote Tageskerze, das heißt, wir haben hier geschlossen bei 13.420 und dann hier eröffnet. Das heißt, hier ist auch noch ein Gap drin. Da ist ein Gap und hier ist ein Gap. Die zwei sind recht markant. Ne? Aber ich würde dann schon sagen, die 13.800 wäre das nächste Ziel, wenn der Bereich jetzt hier nicht hält zum Dienstag.
Ja, die 14.200 bis 14.100 ein bisschen im Blick behalten. 14.420 ist eine gute Supportzone. Und dann eben hier nochmal die Knautzone zwischen 13.860 und 13.800. Wenn unser DAX weiter schwach bleibt, werden wir unseren DAX unterhalb von 14.400 zum Dienstag sehen. Ja, halte ich auch weiter für möglich, den Short zu gehen. Auch nach der langen Abwärtsbewegung ist durchaus legitim, Short zu suchen, gerade wenn irgendwie kleine Erholungen wegdrehen oder sich unten irgendwelche Seitwärtsmuster nach unten wieder entladen auf neue Tiefs. Vollkommen legitim, sollte man sich nicht zurück oder nicht dagegen stellen. Ja, grundsätzlich muss man hier ein bisschen aufpassen. So eine Stellen, egal ob das jetzt steigt oder fällt, so eine Stellen sind sehr, sehr, sehr gefährlich. Das sind so typische Stellen, wo sich Leute so Trades reinladen, wo sie so sagen, naja, da wird ja jetzt gleich mal eine Gegenbewegung kommen. Also egal, ob das jetzt die waren, die hier Short, Long reingelegt haben, hoch zu, als auch die, die jetzt hier vielleicht Short reinlegen, wenn er steigt. Das sind gerne so Stellen, wo Leute so sagen, na, dann nehme ich mir mal 10 Punkte noch, mache aber kein Stop-Loss rein. Und dann gucken die sich 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Monate so eine Position dann im Minus an, weil der Markt dort nie wieder hinkommt, weil er erstmal einen kompletten Trend ausfährt und ausläuft. Und das ist für mich tatsächlich, das ist hier wirklich Freedom Day halt, na, für den DAX, weil der hat sein Muster fertig. Der hat sein Muster fertig. Das ist abgeschlossen. Sowohl als Korrekturmuster im bullischen Sinne, als auch wenn er das Muster, wenn wir es hier im Wochenchart haben, wir es andersrum aufgezogen. Erinnert euch aus der Morgenchart-Analyse, aus der Jahresausblicksanalyse, da haben wir gesagt, okay, wir ziehen es von der Seite auf, ne, ziehen von hier an, ziehen von der Seite auf und sagen, okay, wenn die 14.800 per Woche bricht, dann öffnet sich nach unten Risiko. Ne, im Sinne der bullischen Abgrenzung, der bärischen Abgrenzung. Ne, ist die 14.800 die Triggermarke gewesen. So, auch das ist jetzt unterboten. Ja? Das heißt, egal was er jetzt tut, er hat jetzt wirklich das Potenzial, einen Trend fortzusetzen. Und wir haben 10 Monate, das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, 10 verkackte Monate in dieser Range jetzt rumgeleiert, sind jetzt den ersten Tag hier jetzt erstmal rausgestiegen und können davon ausgehen, dass der neue Trend, der sich dann jetzt formen wird, eben nicht bloß aus diesem einen Tag besteht, der jetzt hier gebaut wurde. Ja, und deswegen einfach ein bisschen vorsichtig sein. Diejenigen, die hier gerne ohne Stop-Loss handeln, das kann halt echt ins Auge gehen. Wir haben bei uns in der Community noch Leute, die ungelogen seit hier irgendwo noch Shorts drin haben, die seit 10 Monaten kaum einen Trade gemacht haben, weil sie die ganze Zeit warten, dass irgendwann mal der Short wieder in den Gewinn kommt. Und das ist scheiße. Weil ihr macht ja auch keine Gewinne in der Zeit. Ihr kommt vielleicht irgendwann mit einem blauen Auge davon, wenn die Position wieder raus ist. Aber ihr macht da 10 Monate lang keine Gewinne und bezahlt die ganze Zeit Swap-Haltegebühren und so weiter und so fort. Das heißt, ihr macht effektiv tatsächlich Verlust. Und das kann man vermeiden, indem man in solchen Momenten einfach darauf achtet, dass man sich keine langen Schieflagen ans Bein bindet. Ne? Also, das kann ich wirklich bloß so als kleiner, wie soll man sagen, Motivation passt nicht, ne? Euch ins Gewissen reden in dem Moment, weil das sind klassische Momente, das sind so eine Tage, wo sich Leute, also auch jetzt bei dem, was am Dienstag kommen kann, das sind Tage, wo sich Leute immer so eine Position reinholen, von denen sie dann wirklich monatelang jammern können. Egal ob long oder short. Die Entscheidung ist für mich noch nicht gefallen, das muss man jetzt sagen, aber das kann so, das ist direkt fertig hier, ne? Also, das ist durch. Bullische Muster ist durch, das bärische Muster ist durch. Das heißt, jetzt kommt die Auflösung, die nächsten Tage kommt die Auflösung und die geht jetzt entweder hier komplett oben wieder zurück. Das heißt, im bullischen Bild würde er von hier jetzt hochsteigen an die 14.800, würde drüber hinwegsteigen, wieder hochgehen in den Bereich um 15.400, von dort kurz nach unten konsolidieren, hoch an 15.49, kurz konsolidieren, hoch 16.700, kurz konsolidieren, weiter Richtung 17.000, 18.000. Na, also, das im bullischen Bild könnte man eigentlich hier, ich würde es mal ein bisschen höher ansetzen, könnte man fast sagen, würde dann so laufen, na, dass der DAX dann wirklich in dem Moment, wo hier wieder oben rauskommt, sich einfach wieder nach oben reaktiviert. Schiebt es mal ein bisschen hoch. So, das wäre bullisches Variante, wenn das einfach ein weitender Keil ist, der jetzt aufgelöst hat im Tagesschart. Naja, spielt er die bärische Variante aus, hat er natürlich auch nach unten jetzt noch deutlich Luft und das sehen wir jetzt hier schon. Dann kommt später dann auch noch mehr dazu. Und da halten wir uns dann weiter drüber, wenn es soweit ist. Wir haben auch morgen Webinar bei uns im Premium-Dienst. Wir haben auch noch mal einen Wochenchart rauszücken und mal gucken, wo, wie, was. Auch wo wir dann unsere ETFs wieder reinkaufen. Wir hatten ja unsere ETFs verkauft.
die wir im Corona-Tief eingesammelt haben. Da werden wir dann auch mal wieder neue Orders stellen, um die uns reintüten. Und dafür muss aber eben die 14.400 noch nach unten rausnehmen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine super wichtige Stelle. Das sollte man sich wirklich bewusst machen hier halt. Ne? Sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Side ist das aktuell der Schlüsseltag. Das ist wirklich Freedom Day hier im DAX gerade. Ne? Der macht sich jetzt frei. Sowohl oben als auch unten. Ja? Wichtig ist jetzt, was folgt jetzt? Bricht er jetzt den Keil nach unten auf? Dann ist es bärisch zu werden. Ballert er jetzt hier mit Dynamik und Amerikanern und so weiter wieder volle Möhre nach oben zurück, dann geht es in die Trendfortsetzung. Und zwar in die Trendfortsetzung, die wir seit November 2000, was ist das hier? November 2020 haben. Die wir, aber das ist dann nur die zweite Aufwärtswelle gewesen. Die erste Welle haben wir vom Corona-Tief gesehen, bei 8.900 oder sowas. Das war die erste Welle. Die zweite Welle kam dann ab dem US-Wahltief, ne, im November 2020. Und das wäre dann jetzt hier die nächste dritte Aufwärtswelle, wenn er jetzt eben komplett nach oben durchsteht. Wie gesagt, ich würde deswegen noch nicht long handeln, aber ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn der Dienstag sich jetzt stark präsentiert, wenn er schön zurückläuft und eben auch diese 14.800 nach oben rausnimmt, dann kann man anfangen, steigende Hochs und steigende Tiefs mit Longs zu probieren zu handeln. So Stand hier würde ich es noch nicht machen, sehe das Risiko sogar eher noch auf der Unterseite, dass er hier noch übertreibt und sich jetzt richtig einrennt und richtig Druck aufbaut. Aber die Schlüsselstelle ist hier erreicht und das wollte ich euch eigentlich hier nur mitgeben und deswegen dort die Betonung setzen. Im 2-Stunden-Chart kann ich hier jetzt, möchte ich jetzt hier eigentlich gar nicht irgendwie was einzeichnen. Wir könnten die Dings als Rücklaufmarke mal noch kennzeichnen, die 14.800, die wird jetzt wichtig von unten kommen, ne, wenn ihr hier einen Rücklauf macht, kann er in die 14.800 schön reinstechen. Können den Long-Trigger-Pfeil ein bisschen nach unten ziehen, nämlich hier am Abwärtstrend lang. Und ansonsten unten raus, hat man gesagt, wäre die nächste Station im Bereich 14.100. Sodass man hier vielleicht mal eine kleine, also hier zwischen 14.200 und 14.100, sodass man hier vielleicht mal noch so einen kleinen Pfeil für einen kurzen Rücklauf mit reinsetzen könnte. So in die Richtung. Gut, Freunde, dann soll es das soweit sein. Ist ein bisschen länger, aber ist eben auch wichtige Stelle jetzt gewesen. Drück euch die Daumen, dass ihr euch, also hoffe erstmal, dass hier wirklich ein paar mit dabei waren. Überlegt euch, ob ihr dann jetzt auch die nächsten Tage handelt, ne? Also gerade so die richtig, richtig gute Gewinne hatten. Ich kenne das noch aus Anfängerzeiten, da hat man wirklich sehr, sehr, sehr gerne sich am nächsten Tag, der dann anders kam, als man es gedacht hat, hat man sich oft die ganzen Gewinne vom Vortag wieder runtergerissen, weil man so leichtfertig damit umgegangen ist, so übermütig wurde. Ne, wer da anfällig für sowas ist, lasst den Tag einfach weg. Sichert eure Gewinne, das ist das Wichtigste beim Traden. Gewinne machen kann jeder, Gewinne halten, da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen. Und das Einzige, was hilft, um Gewinne zu halten, ist Gewinne sichern. Runternehmen, wegtüten, auch mal eine Auszahlung machen vielleicht. Ne, das machen auch viel zu wenige, dass man es wirklich mal auf ein Girokonto oder auf ein anderes Konto packt, wo man hier eben nicht mit Hebelprodukten ran kann, um einfach diesen Gewinn zu sichern, den man hat. Ne, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da helfen Pausen wirklich. Einfach mal einen Tag dann nichts machen. Ganz, ganz, ganz wichtige Lektion. Super hilfreich und auch sehr, sehr, sehr effektiv. Auch wenn man zu euphorisch ist und glaubt, man hat jetzt voll den Dreh raus und die Börse liegt einem jetzt plötzlich, nachdem sie einem jahrelang nicht gelegen hat. Das ist oft ein kurzfristiger Trugschluss, der einem kurz später dann wirklich eines Besseren belehrt. Und deswegen seid da schlauer als euer Geist oder als eure Gier oder wie auch immer. Und macht einen kleinen Break raus, sichert was und packt es weg. Ja, gut, ich mache jetzt hier aus, war lang genug. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.